Grüß Gott, wir sind hier bei Undying, unserem ersten Part. Ja, Domi ist auch da, wieder mal. Wer uns noch überhaupt nicht kennt, wir machen meistens zusammen Let's Plays. Sag doch nochmal was, Domi, ich glaube, ich habe meine Folgen nicht so gut verstanden. Ich habe keinen Kaffee. Du hast keinen Kaffee. Und der Shisha-Schlauch ist zu weit von mir weg. Das stimmt, Entschuldigung. Bin ich ganz müde. Okay, nach mehreren Requests machen wir heute Clive Barkers Undying. Dazu ist eins zu sagen: bisschen problematisch, das Spiel ist komplett auf Englisch ohne Untertitel. Gibt's auch nicht auf Deutsch. Ich glaube, wir werden diesmal trotzdem ein bisschen versuchen, was zu übersetzen, damit der Plot besser rüberkommt. Das machst du dann am besten dann du nach den Zwischensequenzen. Ja, ich meine, du auch. Ich meine. Ja, ja. Ja. Und, weil das Spiel ist doch sehr, sehr atmosphärisch gehalten, ähnlich wie Amnesia, und das wird man doch ein bisschen was erklären. Ja, aber wie gesagt, es ist jetzt nicht so Horror-Schock-Psycho-Zeugs wie in Amnesia, weil das Spiel ist ja von 2001. Genau, stimmt, das ist ein guter Punkt, was du sagst. Es ist nicht so Horror-Schock-mäßig wie Amnesia. Es ist zwar von einem Horrorbuch-Autor, aber man kann sich zumindest wehren, und es ist allgemein nicht so auf beklemmende Atmosphäre ausgelegt wie Amnesia. Also von daher können das auch unsere etwas zart bekleideten Gemüter Zuschauer. Ich weiß sofort, wen du meinst. Ja, genau. Können das auch anschauen. Aber jetzt fangen wir einfach mal an. Story. Spielen wir gleich auf Nightmare? Oder spielen wir auf Medium? Ja, wenn schon, dann die volle Höhere, oder? Spielen wir auf Nightmare, aber da muss ich gleich dazu sagen, es wird Quick Save, Quick Load geben. Also nicht böse sein, deswegen. Gut, und wegen der Story. Wir tauchen einfach mal ein. Wir erklären euch im Laufe des Spiels einfach, was die Story geht. Weil vieles weiß man eigentlich von vornherein so nicht. Also los geht's jetzt. Laden heißt das. 23. November. I'm tired of traveling or fighting superstition and its many manifestations. Even though it was me who chose to debunk folklore and mysticism. Little did I know I'd end up being labeled as Patrick Galloway, the man with endless occult knowledge. Before I knew it, people all over the world paid me to investigate all kinds of weird things. As long as they paid me, I'd look into it. Funny thing though, the more I saw, the more I believe there are forces beyond our control. Creatures not explainable in any human terms. Things that make my skin crawl. I fled from Ireland and hung around Paris and London with no real purpose till the Great War started. I joined a special unit whose job it was to squelch the fears of the superstitious farm boys who made up the fighting ranks. The Tresanti were the biggest pains. The commanding officer, Jeremiah Covenant, led our unit on the hunt for their camp. We were ambushed. They came streaming out of the woods, waving swords and howling like banshees. I saw their leader holding a strange stone over his head, yelling weird words in a strange tongue. And just when he was gonna pull the trigger, he glared right at me. A bright green flash came from his hand, and it bowled me over as my gun went off. I woke up in a hospital bed with severe burns. They told me Jeremiah and the unit had gone on without me, but he'd given me the shaman stone to keep. I hadn't given any of this much thought until I came back here to find this letter that Jeremiah wrote me almost 6 months ago. Asking me to come back to Ireland and help him out. This is not something I'm dying to do, for it may mean the death of me. He saved my life, though, so I owe it to him. Just hope it's not too late. So. So, also kurz dazu, was passiert ist, oder wie die aktuelle Situation ist. Wir spielen Patrick Galloway. Das ist ein, kann man sagen, Detektiv, der auf okkulte Geschehnisse ausgelegt ist. Und der hat damals im Ersten Weltkrieg Jeremiah Covenant zusammengearbeitet. Das war sein Kommandant, sein kommandierender Offizier. Und diesen Stein, den er in der Hand hält, den er von diesem anderen Typen hat aus dem Depot, er weiß auch nicht genau, der Charakter jetzt im Spiel, was dieser Stein macht. Also das erfahren wir im Laufe des Spiels. Das ist erstmal interessant. Der kann Gegner wegstoßen und sowas. Und sein Offizier, der Jeremiah, der hat ihm eben vor 6 Monaten einen Brief geschrieben, dass er dringend die Hilfe von Patrick benötigt in einer Untersuchung, in einer Umgebung.
Und da sind wir jetzt. Das ist alles Relevante, was gerade eben so gesprochen worden ist. Ja, und er ist Ire. Und er ist Ire, ja. Was man am Akzent schon hört. Richtig, genau. Und er ist Linkshänder. Ja. Das werde ich die ganze Zeit machen. So, ihr werdet links und rechts zwei Streifen wahrscheinlich sehen, weil das Spiel unterstützt nativ kein Breitbild. Und wenn ich Breitbild forciere, dann schaut dieser Bildschirm ziemlich kaputt aus. Und deswegen möchte ich das nicht wirklich machen. Also, aber da gewöhnt man sich, denke ich mal, schnell dran. Das lese ich jetzt nicht unbedingt durch. Das ist das Intro, glaube ich, gewesen. Ja, und das noch. Ist das Intro gewesen? Naja. Da geht es im Prinzip darum. Genau, da geht es im Prinzip darum, um diesen Brief und dass er eben. Ja, wenn ihr es genau lesen wollt, dann könnt ihr auf Pause drücken. Ja. Dann habt ihr genug Zeit, das durchzulesen. Genau. Und er sagt eben, dass er jetzt auf dem Weg dahin ist und dass er eben hofft, nicht zu spät zu sein. Die nächsten ganzen Bücher werden wir gemeinsam lesen, weil die werden wir ja auch überfliegen. Das sind noch ein paar Item-Beschreibungen. Objectives. Meet with your old friend Jeremiah Covenant. Also ich muss mich jetzt praktisch mal mit dem zusammensetzen und schauen, was er sagt. Ich habe auch, das ist vielleicht kurz zur Erklärung, Waffen. Und ich habe auch verschiedene Zauber. Ja. Das, was ich hier als einzigen Zauber momentan drin habe, ist Crying, nennt sich das. Das sehe ich praktisch das sehe ich praktisch Geschehnisse aus in einer anderen Dimension, wie zum Beispiel das hier vorne. Und dieses Nook, das da gerade so richtig schön mich aufgefordert hat, Scrying anzuschalten, das passiert praktisch immer, wenn man irgendwelche solche Geschehnisse in der Gegend hat. Aber auch wenn das jetzt alles völlig verwirrend klingen mag, glaube ich, sieht ihr schon, was ich meine. Der ist ja gut. You're Jeremiah's old war buddy, right? Indeed. Ja. Das Spiel ist von 2001 übrigens. Selbe Zeit wie Kunker. Das ist eigentlich. Ah, genau. F6 ist Quicksave. Sehr schön. Werde ich brauchen auf Nightmare? I'm Patrick Galloway, a friend of Jeremiah's. Sorry it took me so long to get here. His letter said it was most urgent. Jeremiah was beginning to think that the letter never arrived in your hands. He's been quite anxious to see you. We've all been quite worried. Jeremiah's now bedridden. Follow me and I'll show you to his living quarters. Also Jeremiah hat schon gedacht, der Brief ist niemals angekommen. Ja, das witzig ist, seine Hände. The look of the house, but there's only a skeleton crew of servants now. Jeremiah let go of everyone else, and the house is much too large for us to clean. Seine Hände sind genauso because groß wie ihr Kopf. Electricity to most parts of the house, we can only maintain the living quarters. Fisting. This family's had so much tragedy. I hope you can help him. Vielleicht schon mal vorgegriffen, damit ich im Nachhinein vielleicht während anderer Zwischensequenzen erklären muss, was hier eigentlich passiert ist. Jeremiahs Geschwister sind alle gestorben und auf der Familie lastet ein Fluch, weil er und seine Geschwister mit dunklen Mächten gespielt haben, was sie nicht hätten machen sollen, und jetzt sind seine Geschwister, seine Untoten, praktisch zurückgekommen, um ihn zu jagen. Der da zum Beispiel. Und die müssen ihn dann alle auch nacheinander besiegen. Der schaut auch freundlich aus. So. Health. Oh, das sind noch so gute alte Spiele. Über Items laufen, aufsammeln, fertig. Sehr schön. Patrick, you made it. At your service, Jeremiah. Sorry for the delay, but I've been abroad. What happened to you? It seems I've come under the watchful eye of the Reaper, my friend. It's been a long time, hasn't it? Apparently too long. Patrick, I came back from the war only to find my entire estate in disarray. My brother Aaron disappeared first, and then my sister Bethany.
My declining health is a result of an old war wound, and unfortunately, the symptoms are irreversible. I didn't summon you here to watch me die. I need your help. Anything I can do. Just name it. Strange events began happening around the manor. After thinning out my staff, they ransacked my estate, taking whatever they could carry. The rest of the help was quick to follow, as they feared rumors of my family's curse. I can't help but think it's more than a coincidence that strange happenings have increased since I've been back from the war. I want to get to the bottom of this, but I'm just too weak to investigate it myself. I'm relying on you to step in for me. Of course, Jeremiah. The only reason I risk coming back here is to assist you however I can. My thanks to you, Patrick. What the hell is that? Sounds like it came from downstairs. I'll check it out. Lock the door behind me. Also, als der vom Krieg zurückgekommen ist, der Jeremiah, sind komische Sachen hier passiert. Als erstes ist sein Bruder Aaron verschwunden und seine Schwester Elizabeth. Und, aber das ist erstmal das hier. Also er ist gerade rechtzeitig noch gekommen. Anscheinend wirklich rechtzeitig. Er hat durch seine Anwesenheit scheint er ziemlich erleichtert. Warum er mich hergerufen hat, ist noch ziemlich unklar. Er redet von komischen Sachen, die hier passieren. Und ich soll das Ganze untersuchen. Ja, und ich habe zugestimmt, bevor Compounder war. Eieiei. Genau, und anscheinend hat diese Haushelferin, die mich zu seinem Raum geführt hat, eben geschrien unten irgendwo. Okay. Go! Und jetzt fangen wir mal an. Was ist denn eigentlich? Ich guck mal kurz nach, was Quick Heal ist. Ich weiß nicht, ob es Quick Heal überhaupt gibt. Oh, man kann sich lehnen. Ah ne, turn right, Entschuldigung. F und V. Genau, Health. So, das will ich. Ah, das gefällt mir so. Und dann rein. Also immer wenn so eine Stimme sagt Scry oder Look oder See, wie jetzt gleich, dann muss ich immer ein Scrying anschalten. Can you describe what you can only see? As the bonds of flesh are broken, the world becomes apparent. Ach, hier ist es noch gar nicht. Okay, aber kommt schon noch. Oft genug. Nightmare ist sehr krass. Quick Saves verlaufen. Ich noch dran gewöhnen.